Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Samstagmorgen und beziehungsweise Vormittag und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Baustelle, weil wir noch ein paar Kleinigkeiten heute erledigen, Lampen installieren, ein bisschen weiter ausmalen, beziehungsweise nur so Ausmalausbesserungen, also war doch nicht das letzte Mal mit Ausmalen. Und ich nehme noch meine AirPods mit, damit ich bei meinem Hörbuch weiterhören kann. Und dann sehen wir uns auf der Baustelle. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door. All I really take is a little taste. Allen girl blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, I got the semi-four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. War, too many ongoing. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now we... Ich bin gerade dabei, mein Büro auszuräumen. Beziehungsweise habe noch nicht begonnen, aber ich mache das jetzt dann. Es ist noch Vormittag, es ist 10:30. Und wir werden das nämlich dann so langsam zum Haus transportieren. Und gestern habe ich mich nicht mehr gemeldet, weil wir ewig lang noch auf der Baustelle waren. Also wir waren gestern richtig fleißig. Christians Papa, Christian und ich, waren bis 20 Uhr, glaube ich, auf der Baustelle und haben ganz, ganz viel gemacht. Fast alle Lampen montiert. Ich habe noch die ganzen Acrylfugen gemacht, die noch zu machen waren. Ein paar Kleinigkeiten ausgemalt. Dann noch solche Innenrollos angebracht. Und bei den Badezimmern auch die ganzen Seifenhalter, Handtuchhalter und so weiter. Also das ist jetzt dann so langsam echt auch schon fertig. Und wir haben fast alle Lampen schon montiert. Ich glaube, wir sind eine der wenigen, die vor dem Einzug schon fast alle Lampen montiert haben. Ja, ich werde jetzt noch eine Stunde lang ungefähr das alles ausräumen, denn dann fahren wir zu meinen Eltern, weil wir da eingeladen sind zum Grillen. Es ist nämlich richtig schönes Wetter draußen. Ich bin heute etwas müde, weil eigentlich habe ich super geschlafen, weil ich gestern richtig fertig war. Aber ich hatte heute in der Früh um 6 Uhr einen Krampf in der Wade. Das ist so eine kleine Schwangerschaftsnebenwirkung, ein Schwangerschaftssymptom, dass man leichter Krämpfe bekommt. Ich nehme zwar hin und wieder Magnesium, aber das hat gestern nichts geholfen. Und dann bin ich um 6 Uhr von einem Krampf aufgewacht. Seems your heart just needs a fresh start. Morgen, es ist Dienstagmorgen und ich bin gerade dabei, meinen Kleiderschrank ein bisschen auszusortieren, denn es ist gerade mal 7 Uhr. Ich bin heute recht früh wieder aufgewacht, weil ich wieder mal einen Krampf im Bein hatte. Ja, davon wache ich zurzeit recht oft auf, leider. Es ist richtig hässlich, aber es hilft nichts. Ich sollte vielleicht nochmal mehr Magnesium nehmen. Und weil ich jetzt Zeit habe und im Homeoffice bin und wahrscheinlich erst so gegen 8 zu arbeiten beginne, werde ich die Zeit jetzt noch nutzen und den Schrank ein bisschen ausräumen. Gleich mal so Dinge, die aus der Schwangerschaft, die mir nicht mehr passen, also Umstandskleidung oder die ich auch nicht trage, ausmisten und dann auch zum Secondhand-Laden irgendwann bringen, weil ja, die werde ich jetzt in nächster Zeit ohnehin nicht mehr brauchen und deswegen kommen ein paar Dinge wahrscheinlich auch weg. Ich habe auch ein paar Dinge eben in letzter Zeit bei Vinted bestellt und manche davon passen mir nicht. Zum Beispiel, ich muss euch zeigen, sie schauen richtig wunderschön aus, die Kleider. Ich muss sie mal einer Freundin geben von mir, vielleicht passen sie ihr, aber die sind einfach komplett, also überhaupt nicht größengetreu. Ich weiß nicht, warum die Leute das immer nicht reinschreiben. Schreiben dann immer rein Größe 40
Und in Wahrheit ist es Größe 36. Einmal dieses schöne Kleid. Sieht hier richtig, richtig cute aus, aber das ist echt erstens mal sehr, sehr kurz und zweitens, ich glaube auf keinen Fall Größe 40. Dann noch so ein sehr, sehr ähnliches in Gelb. Ja, passt mir leider nicht. Aber gut, die dürfen in dem Fall schon mal weg. Und alles, was ich jetzt so nicht mehr trage, weil es mir jetzt zur Zeit zu eng ist, aber danach noch passen wird hoffentlich, gebe ich schon mal in Kisten rein und das kann dann schon zum Haus gebracht werden. Dieses Hemd wird jetzt auch ausgemistet. Ich habe es lang behalten, weil ich eigentlich nicht wirklich ein Hemd brauche, sondern so ein weißes Hemd mit so Blusenstoff ähnlich eher. Also was man drüber ziehen kann, was schön fällt. Oder ein Leinenhemd oder irgend sowas suche ich und das habe ich mir mal gekauft, aber das ist einfach zu hemdstoffmäßig und das mag ich nicht so gern. Die beiden Umstandshosen, die ich mir mal gekauft habe, werden auch inseriert. Also die inseriere ich und die verkaufe ich oder versuche es zu verkaufen. Ich habe die ja selbst auf Willhaben gekauft, aber kein einziges Mal getragen, weil ich weiß nicht, ich mag den Schnitt einfach nicht gern. Ich mag es nicht, dass die alle so super skinny geschnitten sind und irgendwie bin ich nicht der Fan von dieser Art von Hose. Diesen ganzen Haufen habe ich jetzt aussortiert und das wird jetzt entweder inseriert oder eben zum Secondhand-Laden gebracht. Und das alles kommt ins Haus wahrscheinlich schon. Und der Rest, was noch im Schrank ist, den werde ich noch anziehen und dann erst später umsiedeln. Jetzt gibt es schnelles Mittagessen bzw. auch Resteverwertung, denn ich hatte noch so eine Arrabbiata-Soße im Kühlschrank und der Rucola gehört auch weg. Dazu noch Zucchini und Melanzane aus der Heißluftfritteuse und Nudeln gemischt mit Linsennudeln und ein paar Tomaten. Und dazu schaue ich ein Video von Nordbewusst, das neueste, und im Ofen bzw. in der Heißluftfritteuse sind noch so Topfentaschen drinnen. Die sind ganz schnell gemacht, also das sind noch die restlichen, die müssen da noch rein mit einfachem fertigen Blätterteig und da drin ist eine Topfenfüllung, also einfach Topfen mit ein bisschen Ahornsirup, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Vanille und ein bisschen von diesem Apfel-Marillenmus. Das lasse ich mir jetzt schmecken, dann wird weiter gearbeitet und dann, das mache ich heute Abend, wahrscheinlich hier noch ein bisschen weiter alles ausräumen, Büro ausräumen, Kleiderschrank ausräumen, alles ein bisschen sortieren und so weiter. Heute war mein letzter Arbeitstag und ich freue mich. Es ist nämlich richtig warm und ich freue mich, dass ich jetzt jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber sehr oft schwimmen gehen kann und mich abkühlen kann und nicht mehr meist im Büro sitzen muss. Ich bin happy. Und ich bin heimgekommen und es stand ein Überraschungskorb in der Küche von Christian, der ist nämlich gerade nicht zu Hause. Ein Korb voller alkoholfreier Getränke. Richtig cool. Ich freue mich darauf. Also alles so Biergetränke, alkoholfreies Bier, alkoholfreie Radler und so weiter. Und die werde ich jetzt dann gleich einkühlen. Guten Morgen! Heute ist mein erster Urlaubstag und ich habe einfach 10 Stunden geschlafen. Also man merkt, mein Körper braucht jetzt doch schon mehr Schlaf und ich bin froh, dass ich jetzt zu Hause sein kann für die restliche Zeit und nicht mehr zur Arbeit muss. Das ist richtig schön und ich mache jetzt gerade schon Granola für mein Frühstück. Selbstgemachtes, ich mache das immer mit ganz vielen Nüssen und Haferflocken. Kokosöl und Honig oder Agavendicksaft. Das ist richtig gut, da sind ganz, ganz viele gehackte Nüsse nämlich drin, also doppelt so viele Nüsse wie Haferflocken.
Und dann gibt es wieder eine Bananen-Smoothie-Bowl. Ah, ja. Und heute ist es etwas abgekühlt, Gott sei Dank, weil es die ganze Nacht geregnet hat. Das ist auch schön. Weil gestern bin ich einfach gestorben. Ich hatte einen Termin bei der Arbeiterkammer bezüglich Karenz und bin einfach nur abgeronnen die ganze Zeit. Das ist übrigens das fertige Granola. Das muss ich jetzt nur mal in ein Glas geben. Und das ist echt so gut, weil da so viele Nüsse drin sind. Ich liebe das. Ich bin fertig mit Frühstück und jetzt starte ich so langsam mit dem Siedeln bzw. mal ausräumen. Denn offiziell habe ich heute und morgen Siedelurlaub und deswegen werde ich schon ein bisschen damit beginnen und jetzt doch meinen Schrank endgültig ausräumen. Und das werden wir dann zum Haus schon bringen, weil wir auch den Schrank abbauen werden, weil der kommt dann ins spätere Kinderzimmer rein, also das ist dann für die Kinderkleidung und fürs Kinderzeug. Und ich werde gleich mal schauen, dass ich Dinge, die ich eher nicht mehr brauche, in die Schachtel unten reingebe. Also, dass das unten ist und Dinge, die ich jetzt mehr brauche, eher oben, damit ich sie auch griffbereit habe. Der Schrank hinter mir ist jetzt mittlerweile weg. Es liegt alles am Boden bzw. in Kisten. Und damit verabschiede ich mich auch von diesem Vlog. Danke fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da oder hinterlasst einen Kommentar oder ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.